Sector 1 is 0.6 off the base. Was hier so quietscht, hier, so knatscht. Sector 3 is a second off the pace. Right side's clear. Das geht so nicht. Wenn man aber die Kurve eng fährt, kommt man da nicht schnell wieder raus. Im ersten Gang. Hier springen. Und dann rüberziehen. Jetzt gleich wieder so, mal schauen. Okay, den Sektor habe ich schneller gefahren als sonst. So viel Zeit. Letzte Kurve weiß ich nicht genau. Dritter, vierter. Sector 3 is 0.8 off the base. Wieso bin ich sie vorhin anders gefahren und da ging's? Sector 3 is 0.6 off the base. Okay, Gino, we need to watch these track limits. So ein Schwitzen, hier überhaupt noch Zeit zu finden. Jens, das ist so schlimm. Identische Zeit gefahren. Das ist identisch. 0,000. So ein Scheiß.
bisschen Zeit noch gefunden, aber das ist so schwer. Ich fahre jetzt ganz anders als sonst, so richtig aggressiv. Aber ich weiß nicht genau, ob ich da noch viel mehr Zeit finden soll. Das geht dann nur irgendwie so mit diesem Sliden und Abfangen und Driften, keine Ahnung. Ne, also wenn ich gar nicht, wenn ich gar nicht bremse, geht's nicht. Oh. Scheiß mein Fick, Fick, Fick. Näher ransetzen und anders hernocken. Oh, wow, wow. Ja, das Übliche halt. Ich bin bis 4 wach gelegen, konnte nicht schlafen. Immer beschissen gehustet, ne? Ich wollte schon wieder um 11 fahren kommen. Puh. Ich wollte schon wieder um 11 fahren kommen. Ich dachte mir, dann bin ich halt abends tot. Bin von, ja, was weiß ich, 7, 8 Uhr in der Früh bis 16 Uhr da beschissen gelegen, konnte nicht schlafen. Also ich war ultra müde und wollte mal wieder einpennen, immer kurz davor, aber dann immer wieder Husten und Krämpfe, sowas. Ich hab mich so wieder aufgeregt, ey. Also wenn ich mich aufreg, bin ich halt genervt und dann schlafe ich es recht nicht. Und das habe ich jetzt 8 Stunden gemacht. Also meine Power sinkt halt Tag für Tag. Aber beim Daliegen überlege ich mir mal so komische Sachen, wie in die Küche umziehen. Damit ich meinen PC-Platz hier auch nutzen kann für andere Sachen, nicht nur für Fahren. Schauen. Ich habe da Sachen noch geordert, wo ich dann einfach zurückschicken kann, wenn es nicht funktioniert. Mal gespannt, Jens, wie ich mich über das 15 Meter XLR-Kabel anhöre. Und es ist. Scheißegal. Die Bühne wird noch viel mehr allein gesetzt. Okay, es ist halt extra symmetrisch, habe ich bestellt. Ja, eigentlich sind Mikrofonkabel immer symmetrisch. Es gab zumindest aber. Das habe ich noch nie gesehen. Es gab aber auch also, welche, die da standen, stand anders angeschlossen. Stand
Stand was? Wow, fuck! Ich konnte nicht vorbei, links, rechts. Fuck. Entschuldigung, ich war rausgekickt. Ich wollte links vorbei, hast du rechts gezogen, hast du links vorbei. Ich habe links, rechts versucht vorbeizukommen. Hätte einfach warten sollen. Ich will so hart pushen. Ich will so hart pushen, Alter. Hallo? Hallo, was? Naja, du wolltest was erzählen wegen dem Kabel. Da stand halt bei dem einsemetrischen Wagen stand was anderes. Ich glaube, das ist wie mit dem Cross bei Netzwerkkabel. Oder nicht? Es gibt halt verschiedene Kabel, aber beim Mikrofonkabel sind die eigentlich immer symmetrisch. Ich hätte diesmal drauf geachtet. Audiokabel sind nicht immer symmetrisch. Mal gucken. Das Bild ist das, das Displayport-Kabel. Dann schauen wir, ob das funktioniert. Wird halt generell solche Sachen nicht bei Amazon kaufen. Ist am einfachsten. Zum Zurückschicken meist ja. Nee, eigentlich nicht. Stellt die Sachen bei Thomann, die haben auch so eine Kundes-König-Philosophie. Die meisten Musikhäuser haben das. Aber die beraten dich auch und da kannst du auch Sachen ausprobieren. Aber ich glaube, Thomann ist sogar bei dir in der Nähe. Aber ich habe auch jetzt noch nie Probleme gehabt mit XLR-Kabel, bis letztens, bis wir darüber gesprochen haben, weißt du? Ich hatte noch nie Probleme mit irgendeinem Kabel. Selbst einen billigen HDMI 10 Meter Kabel für 10 Euro kann ich mein Signal einfach ins Bett schleifen und ist es identisch zum Signal, was hier 1 Meter ist. 5 Meter Kabel hier. Ja, ich die meisten auch. Weil ich habe keinen Bock, also lieber kaufe ich die zu lang, als dass ich nachher da sitze und mir einen Meter fehlt. Auf jeden Fall. Ich finde hier keine Zeit mehr, das ist so anstrengend. Aber das erste Mal, dass ich so wirklich fahre mit dem, wo ich wirklich pushe, wo ich dann sage, ich kann voll einlenken und habe die Sicherheit und es passiert nichts, weißt du? Aber die Zeit zu kriegen, ist wild. Welchen Auto fährst du? Den Nissan. Da kriegst du keine Zeit hin. Doch, aber keine bessere. Okay, aber deine Zeit ist ehrlich gesagt nicht so gut. Wenn ich hier nicht so viel rumprobieren würde, hätte ich die schon geschlagen. Kann sein, ja. Habe ich auch mal gepostet, ja. Yeah. Was, bist du mit dem Nissan denn gefahren? Fahre ich überhaupt mit dem Nissan? Nee, stimmt gar nicht. Ich fahre mit dem Nissan. Deswegen, ja, du fährst mit dem anderen. Ja, okay, stimmt. Aber ich finde ja auch irgendwie, dass der schneller ist als der Nissan. Auch wenn meine Zeit. Ich glaube, ich fahre mit beiden identischen Zeiten aktuell. Das nimmt sich nicht. Steht ja, glaube ich, in der Liste sogar, ne? Lass mal schauen. Ja, ich fahre mehr oder weniger dieselbe Zeit. Ich glaube, ich bin mit dem Nissan 0,2 schneller, bin ich sicher. Mal gucken später. Versuch noch. Boah, nee. Oh Mann, also es. Doch schwierig mal mit dem Auto. Was steht denn alles hier? Also. Also 112215 mit dem Nissan, 112215 mit dem Porsche, 112201, fast die gleiche Zeit. Und du
1.12.614 beim Nissan. Ja, die sind ziemlich gleich schnell. Und mit dem... Deswegen sage ich ja, die können wir in eine Klasse reinwerfen. Ja, und mit dem Porsche 1.12.791. Das eine ist seit 2006, das andere 2012. Schwierig, schwierig, schwierig. Muss nachher mal den Huracan adden. Ich probiere jetzt einmal Formel 4, was der kann. Obwohl mein linker Daumen so krass wehtut. Daumen nutze ich gar nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich muss ja fester ins Lenkrad. Tust du das nicht so? Der obere Bereich ist ja nur Daumen. Ich fahre nicht mit den Daumen. Den habe ich quasi in der Luft schwebend. Oh. Aber ich nehme ja auch meine Maus so komisch ran. Ich will zum Arzt gehen. Ganz anders. Ach du Kacke. Aber drehen kann ich ja mit dem. Also, so ist er nicht. Das funktioniert. Mensch, Fendernis, wann fährst du nicht mit bei uns? Was soll denn das jetzt? Die ganze Zeit jetzt Plastik, so Plastik voll gequetscht. Was ist denn das jetzt hier? Yo! Ich glaube, ich wollte schon seit einem Monat im Discord die Geräuschunterdrückung anmachen. Damit ihr nicht immer alle Nebengeräusche auch hört im Discord. Das schallt dann so ein bisschen ab und zu. Ich vergesse das immer. Weil ihr hört ja jede Kleinigkeit im Discord, ne? Ja, ganze Zeit noch am Pupsen bist du. Am Forzen! Eine Zeit setzen hier. Sector 3 is 2.0 seconds off the base. Ja.
Nee. Oh, nee. Mal schauen, wie geht das hier mit diesem... Benutzereinstellungen. Sprachvideo. Erweitert. Ich habe Geräusche. Ich habe das an. Habe ich. Echo-Unterdrückung, Geräuschreduzierung und automatische Verstärkung. Ja. Habe ich an. Bisschen Medizin eigentlich gleich, aber ich komme da jetzt nicht ran und aufstehen, das ist anders wild, Mann. Heute hatte ich in meinem Schienbein Schmerzen. Also ich sagte, ich fühle Muskeln. Aber ich hoffe, dass diese Muskeln einfach mit der Zeit ein bisschen trainieren sich. Und dass sie nicht so schmerzhaft bleiben. Das wird mich schon anpissen. Ey, so geile Zeit hier gehabt am Anfang und dann deine Körper. Es ist halt schon wieder anders wild zu fahren mit ihm. Cool. Meine Pedalen, oder? Ja. Soll ich die Empfindlichkeit bei Discord vielleicht runtersetzen? Oder sind ist nicht so schlimm, sind nicht da an dem Geräusche. Ja. Soll ich die Empfindlichkeit von Discord runtersetzen oder was? Oder sind nicht so viele Nebengeräusche? Wie geht's eigentlich, wenn die neben... Ist die jetzt an? Die ist an die ganze Zeit schon. So, ja, okay. Keine Veränderung. Bin ich die erste Runde gut gefahren. Schade mal, dass jetzt diese Dinger nicht nehmen muss für den Hals. Nicht einfach in die Nähe sind. Stuhl zurückrutschen, aufstehen, versuchen hinzugehen, zu nehmen, dann wieder
Stuhl zurückrutschen für die niedrige Position. Hier, die Kurve darf nicht zur Angstkurve werden wieder. Das ist viel besser unter Kontrolle. Steckt so scheiße fest am Hals, das geht nicht weg mehr. So würde ich mir gerne die Hauptrunde fahren. Traue ich mich nicht. Ich fahre die Aufwärmrunde meistens besser als die schnelle Runde. Sector 2 is 1.4 off the pace. Ich wusste, ich drehe mich irgendwann, Mann, aber ich... Schwer, 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 Gen Z, sag ich dir. Wenn ich so immer fahren könnte, die eine Kurve ist gigantisch. Dann habe ich so viel Geschwindigkeit hier.
second off the pace in Sector 2. Ja, als ob ich jetzt auf einmal so viel Zeit hier verloren hätte, Mann. Kannst du dir nicht vorstellen. Hä? In der ersten Kurve schon 0,4 verloren? Wie denn? Bin ich davor geflogen oder was? Das ist heftig. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr zum Umbauten davor. Also meine Füße tot. So würde ich es immer fahren wollen, also wenn es gut ist. Die Aufwärmrunde, die mache ich einfach gut. Vielleicht weil die Reifen dann kalt sind, lol. Oder kühler sind. Verstehe nicht, wie ich hier so viel Zeit verlinge. Wie bin ich denn vorher gefahren? In der ersten Kurve fast eine halbe Sekunde. Was habe ich denn gemacht vorher? Komm da nicht mal an. Sector 2 is 0.6 off the pace. Ja, verliere halt so viel Zeit. Ich hatte eine halbe Sekunde Vorsprung, aber in der letzten Kurve. Ich verliere in der ersten und letzten Kurve verliere ich fast eine Sekunde. Verstehe nicht. Erste, letzte Kurve, fast eine Sekunde, eine halbe Sekunde. Muss man heute auf jeden Fall die Füße noch eincremen, aber jetzt eincremen mit den Pedalen fühle ich gar nicht.
So müsste ich nehmen. So bin ich gefahren, okay, außen. Okay, na gut. Jetzt wieder hier Zeit verloren. Mann, also diese zwei Rechtskurven, die erlauben mir den letzten Nerv beim Tunnel. Okay, komplett verfickt hier. Boah, nochmal eine bessere Zeit gefahren, aber das ist schwer, Mann. Oh Mann, okay, man halt wieder. Also ich komme an die Zeit nicht ran mit dem Formel 4 und die. Das ist einfach überall langsamer. Uff. Richtig komische Fußschmerzen, ganz anders als sonst. Fühlt sich mehr so wie ein blauer Fleck an aktuell. Krass. Hast du schon mal die anderen Reifen probiert oder werden die zu heiß? Jens. Achso. So, dann erstmal wieder Wireless. Wild. Die andere Cam hier.
So, dann ist der Rahmen da auch weg. Boah, das ist grad sehr, sehr krass, Mann. Ich glaube, 4 oder 5 Tage brutaler, also Schlafanzug, außer 1 bis 2 Stunden, geht immens auf die Kräfte. Boah. Increase die ganze Scheiße hier mal. Ich glaube, Jens ist irgendwie einfach AFK gegangen, kein Plan. Vielleicht auf Klo oder so. Wir haben mal schnell schiffen hier. Ja, Klo muss ja auch mal sein. Ja. Hast du recht, hast du recht. Jeden Tag wird immer schmerzvoll hier, das Fahren, sag ich dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Füße müssen sich irgendwann trainieren, oder? Oh, ja, Martin. Oh, lass mal hier schön die frische Luft setzen, ey. War geil, Mann. Pause in der Küche, aber trotzdem frische Luft. Oh. Das wird wild hier. So, und vorbeigefahren an mir. Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 14 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 25 Grad erwartet. Wir haben aktuell 14 Grad hier und es wird 25 erwartet heute. Also
glaube ich, gesagt. Du bist Hannover, oder was? Ja. Mal fragen hier, was sie sagt hier. Alexa? Alexa? Wie ist die Temperatur in Hannover? Im Augenblick liegt die Temperatur in Hannover, Niedersachsen bei 16 Grad Celsius. 16? Heute wird eine Höchsttemperatur von 21 Grad erwartet. Bei mir ist sogar 14. Bei dir ist jetzt 16, aber dafür wird es bei dir am Tag nur 21, bei mir 25. Das ist ziemlich gechillt hier. Der ja. Kälteste Sommer seit vielen Jahren und alle machen Hä? Panik. Also. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, was mit dir ist, kälteste Sommer. An meiner Wohnung hat sich ja nichts geändert. Die Hitze staut sich dieses Jahr nicht so stark. Das ist echt krass, ja. Muss mir mal ein, zwei Minuten in die Küche setzen, aber ich sehe dich ja und höre dich ja. Krass, dass du dich auch so da reinhängst, Jens. So richtig cool. War richtig. Probierst. Bin ich noch gespannt, was für Autos du so findest mit der Zeit. Was dir gefallen und Strecken. Es gibt ja doch so Millionen viele Sachen. Ein Auto, eine Strecke, mehr brauche ich nicht. Ha! Also jetzt, ne? Lange also. So bescheiden jetzt. Ist das alles scheißegal. Okay, ich glaube, die Karre lässt sich gut fahren und die Strecke ist nicht so scheiße. Die ist okay, ja. Es ist aber sehr, sehr krasse Unebenheiten. Man. Ich finde die nicht einfach, um schnelle Zeiten zu fahren. Zu verbessern ist finde ich schwierig. Spül. Da einräumen ein bisschen. Das auch noch. Wie 100 Personen leben würden. Schlüssel sind sauber. So rein. Okay. Wird schon passen so. Ich mach mir eine kleine Pizza. Ich hab vorhin Burger da gegessen, aber jetzt müssen wir die ziehen und dann bin ich gar nicht hier, oder? Oh.
muss dir sagen, Jens, heute geht das Fahren. Ist körperlich sehr, sehr heftig. Extrem heftig für mich. Ja, hat man gehört ein bisschen. Oh. Ja. Irgendwie. Heftig, heftig. Solange man es nur ein bisschen hört, ist doch alles gut. Oh. Oh. Ja. Oh. Nur eine Sekunde hinlegen, bis mein. Die Füße, bis mein Ding warm ist. Und Jens beim Power Racing zuschauen hier. Einfach Profi vor dem Herrn. Einfach Profi vor dem Herrn. Was gerade passiert? Total asynchron gerade. Bei dir im Discord war kein Bild, auf einmal hier war Bild weg. Ach, du bist hast 24 Stunden T-Gens, du bist rausgeflogen. Ah. Vor allem kein voll gewundert gerade. Nicht mehr im Server. Ja. Hast du überhaupt noch andere GT3 Autos probiert? Oder haben wir mit dir gar nicht viele sind wir doch gar nicht durchgegangen, oder? Ja, doch, ich habe alle, die es bisher gab, gefahren. Okay. Ja, der ist schon stark und der Skyline zusammen. Wilde Mauer, sagst du?
Du hast dir das Ding mittlerweile mehr genutzt als ich. Die Base da. Wie? Ich hab die gar nicht so viel genutzt, glaube ich. Das Ding da. Was ist das schon mehr? Das Ding. Gell, das hat einen coolen Lüfter. Also ohne Lüfter wäre mir das lieber. Ich glaube, ohne Lüfter wird es nicht überleben. Na doch. Das Fanatic hat keinen, ne? Naja, aber das ist das erste, was keins hat. Ja, dann haben wir alle. Aber das hat so ein fetter Motor, ist mit Rippen, Kühlrippen. Aber Technik-Seins, deins und alle sind so laut. Hast du nicht Kopfhörer auf? Hörst du das oder was? Ich höre das nicht, aber wenn ich sie abnehme, höre ich das natürlich. Ja, das Raum brummt. Das gibt aber nach, glaube ich, nach 5 oder 10 Minuten. Gut. Da probiere ich gerade ein bisschen aus, wie ich die nehme. Hat schwere, also schwere Kurven, finde ich hier die Strecke, ne? Ist kurz, aber trotzdem wild. Ja, schwer finde ich sie nicht, wenn man sie leicht langsam fährt, ist ja in Ordnung. Aber die schnell zu fahren, das ist schon schwierig. Das ist ja das. Das ist ja das Thema. Langsam du, kannst du ja alles. Wenn der langsamer fährt. Ja, langsam kannst du ja alles fahren. Weißt du? Soweit, also. Würde ich mal sagen. Aber schnell zu fahren ist halt so eine Sache. So kann man sie auch fahren. Hab's doch mal fährt, oder? So kann man sie nicht fahren. Ja, die erste ist auch krass. Mich machen die nächsten zwei rechts, waren wir fertig.
nur die eine so oben rechts nehmen, okay, damit die andere gerade fahren kann, okay? Ich kann das so machen. Ja, na gut. Ohne Bremsen geht die einfach nicht. Nee, du musst ohne Bremsen nicht hin. Du musst kurz, ja, ich weiß, habe ich auch probiert, du musst kurz anbremsen. Kurz anbremsen und runterschalten, über den Körper links so leicht drüber. Bremsen kann ja jeder. Ich will die ohne Bremsen. Nee. Das geht gar nicht. Wie würde jetzt Per Anhalter sagen, slow in, fast out. Und habe ich heute halt gesagt, aber fast in, fast out. Fast in, fast out, ja. Er meinte, das geht so nicht. Ja, die würde ich auch gerne schneller fahren.